vielen Dank. Im Namen des AfD-Ortsverbands Dachau und Umgebung ein herzliches Willkommen, liebe Gäste, liebe Redner, sehr geehrte Pressevertreter. Wir danken dem Kulturamt Dachau für diesen wunderschönen Saal und wir danken der Polizei Dachau für die Sicherung unserer Wahlkampfveranstaltung. Wir haben uns natürlich diese heutige Veranstaltung unter anderem Vorzeichen erhofft, unter dem Vorzeichen der Kommunalwahlen. Und wie wahrscheinlich die meisten wissen, und wahrscheinlich jeder, hat sich letzte Nacht in Hanau ein tragisches Ereignis zugetragen. Nach jetzigem Wissensstand ein Amokläufer, der in Hanau, ich glaube, 10 Personen getötet hat, in Shisha-Bars. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel, ich persönlich auch nicht. Aber wir können natürlich da jetzt nicht einfach in unseren Kommunalwahlkampf übergehen. Wir müssen abwarten, was die Strafverfolgungsbehörden herausfinden. Dann können wir uns ein Bild machen. Kann ich jetzt im Moment auch nicht. Aber was wir tun können, ist, dass wir für die Getöteten einen Moment, eine Schweigeminute einlegen. Also ich bitte Sie alle, sich von Ihrem Platz zu erheben und dass wir den Opfern der Tat gedenken. Vielen Dank. Ich denke, das sollte uns auch alle zur Mäßigung mahnen. Und wir machen unsere Veranstaltung nun, denke ich mal, etwas gemäßigter auch. Unter dem Titel 5 Köpfe, 5 Themen. Haben wir heute neben unseren Spitzenkandidaten für Stadtrat und Kreistag einen Abgeordneten des Bayerischen Landtags zu Gast und 2 Abgeordnete des Bundestages. Wir wollen Ihnen heute nicht nur unsere Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl vorstellen, nein, wir wollen Ihnen auch einen Eindruck geben, wie ist das Programm der AfD, was erwartet Sie, wenn Sie Ihre Stimme der AfD geben. Bevor ich dann gleich an den Herrn Steinhäuser übergebe, der heute moderieren wird, noch eine kleine Erlebniserzählung aus der Vorbereitung für die Kommunalwahlen. Wir haben hier im Landkreis Dachau einen Kreisverband und wir haben 2 Ortsverbände in Odelshausen und in Dachau. Wir haben jetzt eine Kreistagsliste, eine Stadtratsliste in Dachau und eine Gemeinderatsliste in Odelshausen. Klingt logisch, oder? Es war nicht ganz so einfach. Wir haben Kümmerer gehabt in den Sachen Kommunalwahlen und die mussten sich erstmal darum kümmern, ja, wie ist es eigentlich jetzt mit Kommunalwahlen? Wie macht man so einen Wahlvorschlag? Wie kriegt man den durch? Und wer lässt sich dann überhaupt für die AfD aufstellen? In den letzten Landtagswahlen hatten wir über 8% in Dachau. Rein theoretisch müssten eigentlich genügend Leute sich aufstellen lassen, weil sie die AfD wählen und für die Inhalte stehen. Und theoretisch. Also wir konnten auch Nicht-Mitglieder können auf die Liste, also hat sich ganz gut angehört. Wir haben einen Aufruf gemacht, Rundmail. Und ja, so nach dem Motto Freiwillige vor. Ja. Zirp, zirp. Schweigen im Walde. aber dann viele Gespräche. Und einige mutige Vorreiter später, würde ich sagen, hat es auch richtig Spaß gemacht, da kam Bewegung in die Sache und wir haben dann unsere Aufstellungsversammlungen durchgezogen. Und Ergebnis, wir haben eine volle Liste für den Kreistag, danke Michael Stauch, wir haben eine volle Liste für Odelshausen, danke Dietmar Renner und wir haben eine volle Liste in Dachau,
fast voll, Entschuldigung. Jetzt war ich schon so im Schwung drin. Danke, Markus Keller, und ein bisschen Eigenlob. Unsere Wahlvorschläge sind zugelassen worden und jetzt werden wir Mandate holen und wir können die kommenden 6 Jahre Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammeln und ganz wichtig, wir können mitentscheiden. Wir werden einiges aushalten müssen. Ich denke, die Kollegen aus dem Bundestag, aus dem Landtag wissen das sehr genau, wie das dann ist. Aber dann sind wir ein paar mehr. Und am Ende muss der Bürger, das Ergebnis muss sein, dass sie wieder das Vertrauen gewinnen, dass politisches Engagement Ehrenamt ist und unter besonderem Schutz steht in diesem Staat. Bei den Kommunalwahlen haben wir hoffentlich zuletzt gehört, zum letzten Mal, das kann ich nicht machen, die zünden mir den Hof an. Das kann ich nicht machen, die machen meinen Betrieb kaputt. Das kann ich nicht machen, das schmeißt mich mein Arbeitgeber raus. Das kann ich nicht machen, meiner Familie ist es zu viel. Diese Sorgen sind berechtigt, keine Frage. Werfen Sie einen Blick vor die Tür oder schauen Sie in den Fernsehapparat. So ist die Situation und die müssen wir halt überstehen. Genau deshalb treten wir an. Ich würde sagen, genießen Sie trotz allem den heutigen Abend und wir schreiben wieder einige Zeilen mehr in der deutschen Demokratiegeschichte. Danke und ich übergebe an Jürgen Steinhäuser. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auch ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen hier im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jürgen Steinhäuser. Ich bin stellvertretender Kreisvorsitzender im KV Dachau und Beisitzer im Landesvorstand Bayern der AfD. Ja, in der heutigen Zeit wird es ja anscheinend immer schwieriger, sich eine umfassende Meinung über das Tagesgeschehen und die aktuellen Ereignisse zu bilden. Dafür wäre der ungeschränkte Zugang zu allen Informationsquellen und eine vollkommen neutrale Berichterstattung auf allen Kanälen notwendig. Wir sehen gerade an den aktuellen Geschehnissen in Hanau, Christoph Jakob hat es gerade schon angedeutet, und den Verlautbarungen dazu auf den unterschiedlichsten und verschiedensten Medienkanälen, dass die Erkenntnisse doch sehr stark differieren. Was wir was aber nun teilweise wirklich an den Haaren herbeigezogen wird, ist die teilweise Verunglimpfung und die Vorverurteilung von einzelnen Personen, ohne tatsächlich zu wissen, was wirklich passiert ist. Wir möchten Ihnen nun heute die Möglichkeit bieten, sich mit Politikern und solchen, die es mal werden wollen, direkt auszutauschen. Sie bekommen also Informationen ungefiltert aus erster Hand. Zunächst werden sich alle Redner in einer kurzen persönlichen Präsentation bei Ihnen vorstellen. Anschließend wird es eine etwa 15-minütige Pause geben und dann setzen wir die Veranstaltung mit unserer Podiumsdiskussion fort. Wie nehmen Sie, liebe Gäste, an dieser Podiumsdiskussion nun teil? Wir haben auf Ihrem Sitzplatz einen Zettel mit der Überschrift 5 Köpfe, 5 Themen ausgelegt. Und sollten Sie eine Frage an einen der Redner haben, so schreiben Sie bitte diese auf diesen Zettel und wir werden die in der Pause einsammeln. Wir werden ein möglichst vielfältiges Spektrum an Fragen aussuchen, das möglichst viele Themen behandelt. Da erfahrungsgemäß mehr Fragen eingereicht werden, als Zeit zum Antworten bleibt, bitte ich schon jetzt um Verständnis, dass nicht alle Fragen vermutlich behandelt werden können. Und nun wünsche ich uns allen eine kurzweilige Veranstaltung und einen erkenntnisreichen Abend. Wir beginnen mit unserem ersten Redner heute Abend. Er kandidiert für den Kreistag. Er ist Beisitzer im Kreisverband Dachau und Mitglied im Ortsverband Odelzhausen. Beruflich ist er im Bereich Lager und Logistik tätig und für die Sicherheit der Bürger im Landkreis Odelzhausen, bei der Feuerwehr, nämlich 2. Vorstand bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hohenzell. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir unseren Kreistagskandidaten Michael Stauch.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie herzlich begrüßen und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Unser Empfangskomitee hat Sie hoffentlich herzlich begrüßt. Ja, uns Kandidaten bedeutet das wirklich viel, dass Sie hier so zahlreich sitzen, weil es uns zeigt, dass Sie interessiert an uns sind, weil unser Ziel ist, dass wir Sie in den Kommunalräten vertreten. Ja, als der Beschluss stand, dass wir zur Kommunalwahl antreten, wie Christoph das schon gesagt hat, ging es an die Kandidatensuche. Das war schon mal die erste Hürde, weil jeder wusste, dass eine Kandidatur gesellschaftliche Folgen mit sich ziehen wird. Nicht kann, sondern es wird Folgen mit sich ziehen. Wir sind keine Blockpartei, bei der man ohne Konsequenzen einen sogenannten Listenfüller machen kann, um die Partei zu unterstützen. Freunde und Bekannte können sich verabschieden, berufliche Einbußen oder andere gesellschaftliche Folgen sind möglich. Ist bei jedem anders. Aber trotzdem haben sich genug mutige Mitglieder und auch Mitbürger gefunden, die sich den drohenden Widrigkeiten zum Trotz in den Dienst der Gesellschaft stellen wollen, weil es uns allen unsere Heimat wert ist. Und ich freue mich, dass ich eine dieser Listen anführen darf. Ja, Politik ist Ehrenamt und dient damit dem Gemeinwohl, zumindest in der Theorie. Mit Ehrenamt kenne ich mich aus. Wie Jürgen schon gesagt hat, bin ich jetzt seit fast 6 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr und habe dadurch auch Kontakt zur Kommunalpolitik. Für die Feuerwehr wird in den Kommunen gesorgt, da kann ich nichts sagen. Bei uns fehlt sich wirklich nichts. Aber dafür werden einige andere Punkte völlig vernachlässigt. Zum Beispiel der soziale Wohnungsbau oder besser gesagt der kommunale Wohnungsbau. In Dachau fehlen Wohnungen. Dachau ist der schnellst wachsende Landkreis in ganz Bayern. Das kam nicht einfach über Nacht, so wie 2015. Das war absehbar, dass das so wird. Es wurde einfach gepennt. Die Digitalisierung wurde versäumt bzw. aufgeschoben. Seit 2008 ist es ein großes Thema im Bund. Aber wo stehen wir jetzt 12 Jahre später? Jeder, der auf sein Handy guckt, sieht, wie viel Netz er hat. Genau. Aber auch ein großer Hauptpunkt ist die Transparenz. Als einfacher Bürger findet man sehr, sehr wenig. Wenn man jetzt Zeit investiert und rausfinden will, was macht es im Kreistag, was macht der Gemeinderat, schaut sich die Veröffentlichungen an, selbst dann ist es alles so ein bisschen wirr. Und hier wollen wir von der AfD ansetzen und das alles einfach ein bisschen transparenter machen. Auf Landes- und Bundesebene, das können die Abgeordneten bestimmt bestätigen, klappt das schon hervorragend. Also was die Abgeordneten da alles aufdecken, das ist teilweise wirklich haarsträubend. Wir können ja später einfach die Abgeordneten mal drauf ansprechen. Ja, der Einzug der AfD in die Landesparlamente und in den Bundestag war mehr als überfällig. Das haben wir alle gesehen. Das sieht man immer noch, wenn man einfach den Fernseher einschaltet, Nachrichten, Talkshows, überall wird berichtet, wie die AfD einfach nur den Finger in die Wunde legt. Dass wir auch auf Kommunalebene so sehr gebraucht werden, das war nicht so klar, weil es läuft doch, es geht doch alles seinen Gang. Aber jetzt im Wahlkampf wird es offensichtlich, wie wichtig es ist. Nehmen wir zum Beispiel einen OB-Kandidaten einer ehemaligen konservativen Partei hier in Dachau. Wenn man den so verfolgt, dann könnte man fast meinen, die rechtsextreme AfD aus den Parlamenten rauszuhalten, wäre wichtiger, als dass er überhaupt gewählt wird. Bei einer Podiumsdiskussion neulich in der ASV-Halle, da waren alle OB-Kandidaten eingeladen und stand groß in der Zeitung, Einigkeit, alle OB-Kandidaten waren in jedem Punkt verschieden, nur in einem herrschte Einigkeit, die rechtsextreme AfD darf nicht in den Stadtrat bzw. Kreistag einziehen. Mein Favorit bleibt aber bis jetzt eine Situation mit dem amtierenden Dachauer Bürgermeister. Den haben wir am Infostand, wurde er angesprochen, dass wir Schwierigkeiten haben mit Gaststätten, dass wir keine Gaststätten finden, weil uns wird eine Gaststätte zugesagt, wir planen eine Veranstaltung, dann wird der Wirt eingeschüchtert oder sogenannte Dachauer Vereine setzen sich dafür ein, dann sagt er plötzlich ab und wir stehen dann wieder da. Seine Antwort war, naja, er mit der SPD beteiligt sich sowas an sowas ja nicht. Unser Ortsvorsitzender Christoph Wenjakob hat ihn dann darauf hingewiesen, dass er der Redner bei der Gegendemo der von Storch Redner war, Veranstaltung war. Das hat er wohl vergessen.
aber wir nicht. Einer der Hauptgründe, warum ich in die Politik gegangen bin, weil mir das langfristige Denken fehlt. Es wird immer nur zu kurzfristig gedacht und zu kurzfristig gehandelt. Ich wohne jetzt seit knapp 22 Jahren im Landkreis. Ich bin mit der Heimat verbunden, bin hier verwurzelt und mit den politischen Entscheidungen, die ich hier treffe oder treffen werde, muss ich hoffentlich noch lange leben. Wie auf der Website steht, setze ich mich deshalb für Politik mit Weitsicht ein. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und über Ihr Vertrauen am 15. März würde ich mich sehr freuen. Danke. Vielen Dank, Michael Stauch. Erste offizielle Rede. Herzlichen Glückwunsch. Hat er gut gemacht, oder? Ja, super. Wir kommen zu unserem zweiten Redner heute. Er ist Kandidat für den Stadtrat in Dachau. Er ist Mitglied im AfD-Ortsverband Dachau. Er hat Berufserfahrung in der Steuerberatung und im Finanz- und Rechnungswesen gesammelt. Und außerdem war er als Berufsschullehrer tätig. Liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mir unseren Kandidaten für den Stadtrat in Dachau, Jürgen Henrizi. Grüß Gott beieinander. Mein Name ist Henrizi. Schön, dass Sie heute hergefunden haben, trotz Demonstrationen, zu unserer Podiumsdiskussion heute im Rahmen des Kommunalwahlkampfes 2020. Und dabei für Kreistag und Stadtrat in Dachau. Ich bin Jahrgang 1962. Sie haben es ja schon gehört, ich bin von Haus aus Diplomökonom, UNIF, Diplomhandelslehrer und gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Berufserfahrung im Bereich der Steuerberatung, dort im Insolvenzbereich. Und im Rahmen des Finanz- und Rechnungswesens bin ich als Bilanzreferent tätig gewesen. Das ist eine betriebswirtschaftliche Tätigkeit in beratender Funktion und die Erstellung von Jahresabschlüssen. Als Berufsschullehrer habe ich verschiedene Berufe in verschiedenen Fächern zur IHK-Prüfung geführt und hinsichtlich meiner politischen Vita kann ich sagen, dass ich jemand bin, der 32 Jahre lang in der CSU gewesen ist. Ich bin 2012 ausgetreten, weil mir das Ganze nicht mehr behagt hat und ich bin sehr bewusst in die AfD eingetreten, weil ich hier die bürgerlich-konservativen Werte wiedersehe, wie sie einst Franz Josef Strauß vertreten hat. Und in diesem Sinne bin ich auch dementsprechend bürgerlich-konservativ verortet. Entsprechend ist es so, dass ich gegenwärtig als wissenschaftlicher Referent im Bayerischen Landtag für die AfD-Fraktion tätig bin, diesbezüglich hier für den Abgeordneten Uli Henkel, für den Ausschuss Eingaben und Beschwerden und andererseits für Markus Beierbach, dort Fragen des öffentlichen Rechts. Die Aufgaben stellen sich wie folgt dar. Es geht um die Tagespolitik, sprich die Vorbereitung der Ausschüsse, die aus Anfragen, respektive in dem Fall Anträge und Petitionen besteht, die gilt es vorzubereiten und in diesem Zusammenhang werden auch in Absprache mit den Abgeordneten dann eben Anträge und Anfragen gut recherchiert, dann dargestellt, dass wir eben schauen, was hat die politische Konkurrenz hier schon bereits erbracht. Wir versuchen dann mit der Strategie vorzugehen, was haben Sie in den vergangenen Wahlperioden gesagt, flechten das ein in die Anträge und Anfragen, damit Sie es schwer haben, hierbei abzulehnen, was Sie wieder noch tun. Und die Begründung ist dann eben ein sehr guter Antrag, aber er kommt leider von der falschen Partei und deswegen müssen wir ihn ablehnen. Das werden auch die Abgeordneten aus dem Bundestag kennen, sie nicken gerade und das ist bestätigen. Ich will jetzt Ihnen einen kurzen Überblick geben über unser Wahlprogramm für die Landtagswahl, für die Kommunalwahl jetzt 2020. Es wird ja mal gesagt, wir haben keine Programmatik, das ist etwas falsch. Wir haben eine sehr wohl schwerpunktebezogene Strategie über 47 Seiten und mit 5 Oberpunkten. Die 5 Oberpunkte würde ich Ihnen gerne selektiv vorstellen. Und zwar beginne ich einmal mit mündige Bürger in den Kommunen. Hierbei geht es uns darum, dass wir hier die Bürger mehr einbinden wollen in das Geschehen, was in der Stadt passiert, sei es im Bereich Investitionen, sei es Ansiedlung von Unternehmen. Und dabei soll entsprechend die Bürgerschaft eingebunden werden über die Verwaltung, dass sie hier mitreden können, dass sie
entsprechend akzeptieren, was gemacht wird und dass man das macht, bevor es spruchreif ist. Dann geht es uns aber auch um eine leistungsstarke regionale Wirtschaft. Was meint das Ganze? Hier geht es insbesondere um unsere Landwirtschaft, die ja nun arg gebeutelt ist. Und wir wollen natürlich, dass unsere Landwirtschaft, die uns hier regional vor Ort versorgt, auch weiterhin bestehen bleibt, dass wir die Dorfläden, die Hofläden entsprechend noch stärker fördern, verknüpfen mit Wochen- und Bauernmärkten. Dann wollen wir das natürlich auch sehen im Rahmen unserer schützenswerten Heimat, dem Lebensraum. Das tun die Bauern in dem Fall auch, indem sie die Kulturlandschaft hegen und pflegen. Und darum soll es dementsprechend auch möglich sein, dass gemeindeeigene oder stadteigene Äcker an Bauern vergeben werden, die Betriebe, ohne Vorgabe, dass es ökologisch geschieht oder dass der Anbau konventionell ist. Denn es gibt auch immer die Problematik der Pachtzeiten, dass hier entsprechend dann die Schwierigkeit besteht, dass die ganzen entsprechend umstellen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt konventionell produziere und will umstellen auf ökologisch, ist das ein langer Prozess und dann ist die Pachtzeit abgelaufen und dann ist das Ganze wieder hinfällig. Insofern die Forderung von uns, dass wir entsprechend da keine Vorgaben wollen. Dann wollen wir natürlich eine starke Heimat haben. Was heißt das? Wir brauchen hier natürlich Wirtschaft. Und Wirtschaft heißt, es muss attraktiv sein von den Strukturen, von der Verwaltung und nicht zuletzt auch von der Möglichkeit, hier zu kommunizieren in die Welt. Und da ist unser Thema natürlich das Breitbandthema, denn wenn wir hier nicht die Möglichkeit bieten, dann werden Unternehmen sich hier nicht ansiedeln. Wir haben sicherlich auch schon Autoliv hier oder in Bergkirch haben wir die Garda. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang, aber wir wollen vielleicht auch noch in die Fläche Unternehmen bringen. Und wer entsprechend hier mal mit der S-Bahn fahrt zwischen Schorpausen und entsprechend Dachau, ist ein Funkloch zwischen Dachau und Leime München, ist ein Funkloch. Und das wollen wir gerne in den nächsten Jahren beheben. Und das Breitbandthema ist ein kommunales Thema und ist kein Landesthema. Insofern müssen wir es auch aufgreifen und werden es aufgreifen. Schlussendlich ist es auch so, dass wir natürlich eine erfolgreiche Zukunft haben wollen und da ist das Thema Haushalt recht wichtig und da ist unserer Ansicht nach in den letzten Jahren unsere Linie gewirtschaftet worden. Es werden Prestigeobjekte vorangetrieben, die viel Geld kosten, bei denen man keine Kosten-Nutzen-Analysen herbeiführt, die aber entsprechend die Stadt in die Verschuldung treiben und da wollen wir in Zukunft dann einen stärkeren Blick drauf werfen, dass a) die Verwaltungsstrukturen effizienter, transparenter und bürgerfreundlicher werden und dass auch der Haushalt entsprechend zweckgebunden orientiert ist. Aber dazu kann ich ja nachher eventuell noch Fragen beantworten. Ich will hierzu aus dem vergangenen Herbst 2019, November, Dezember einige Stimmen wiedergeben, wie hier der Haushalt 2020 in Dachau so diskutiert ist und der OB Florian Hartmann sagt oder spricht von gemeinsamen Werten. Er sagt, die Stadtpolitik voranzutreiben sei wichtiger als die bloße betriebswirtschaftliche Rentabilität. Sein SPD-Kollege Sören Schneider sagt es entsprechend, die nächsten Generationen nicht auf die Kontostände der Stadt Dachau blicken würden und dass es wichtiger sei, Projekte voranzubringen, egal was die kosten. Und wenn man dann die andere Seite sieht, die bürgerliche Seite, beispielsweise Rainer Rösch von ÜB, der dann eben sagt, dass die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Dachau doch eigentlich wieder in einen strukturellen Einklang gebracht werden sollen, zeigt die schon, dass hier Unzufriedenheit herrscht und in dieselbe Richtung gehen auch dann Wolfgang Moll von Wir und seine Kollegen Jürgen Seidel, FDP und Horst Ullmann von BFD, die da sagen, dass in den letzten Jahren eher unsolide gewirtschaftet worden ist. Wenn man dann natürlich nochmal die entsprechenden Regierungsparteien, Freie Wähler, hernimmt, hier Edgar Forster oder Florian Schiller von der CSU, die sogar sagen, dass die Stadtwerke ja nicht gerade rentabel sind und dass entsprechend auch Tafelsilber unter Wert verkauft wird, wie die Ziegler-Villa, dann wirft das einen Schatten auf die OB-Regentschaft von Herrn Hartmann und die ihn unterstützenden Parteien. Ich will jetzt zum Ende kommen. Wenn man diese Stimmen vergleicht und auch unser Ansinnen, da ab dem 15. März 2020, genau gesagt, ab dem 1. Mai 2020 uns einzubringen mit unserer kritischen Stimme, dann sieht man eben, dass hier die betriebswirtschaftliche Sichtweise nicht besonders ausgeprägt ist. Ich schätze auch, der Sachverstand ist nicht besonders gut. Und entsprechend begründet man das, dass die Leute ja eher keine Ahnung haben von Betriebswirtschaftslehre und sie das halt nicht interessiert. Deshalb ist es für uns wichtig,
dass wir uns hier positionieren mit allen Punkten, die jetzt schon genannt worden sind. Und meine Themen werden entsprechend sein, der Bereich Effizienz der Verwaltung, Bürgerfreundlichkeit, Bürgernähe, dass man hier nicht ewig und drei Tage lang auf Bauanträge wartet, dass man das bündelt, dass man entsprechend hier einen Antrag hat, dass man zum Beratungsgespräch geht und seine Unterlagen mit einem beraten wird, mit dem Beamten, Angestellten, dass man hier entsprechend dann gemeinsam es ausfüllt und weiß, in zwei Wochen habe ich meine Anträge in Einheit beschieden. Und auf der anderen Seite werden wir hier auch ein Augenmerk auf die haushalterische Lage richten, wenn wir die Ausschüsse gehen und dort uns entsprechend zu Wort melden. Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war nicht allzu langweilig für Sie. Danke. Ja, wow, Jürgen Henrici, was für eine Rede, als wenn er nur was anderes gemacht hätte, gell? Vielen Dank. Die Positionen werden größer. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen unseren nächsten Redner vorstellen, Uli Henke. Ist Mitglied im Bayerischen Landtag. Er ist gelernter Volljurist mit Schwerpunkt internationales Recht. Er ist unter anderem Mitglied im Ältestenrat und Mitglied im Rundfunkrat. Und ich habe einen Spruch auf seiner Webseite gefunden, ein Zitat von Alexander Freiherr von Humboldt. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Uli Henke. Ja, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, glaube ich, darf ich bei den meisten sagen. Ich bin ja schon vorgestellt worden und ein bisschen ist es ein Heimspiel für mich, denn ich bin jetzt hier bei meinem, ich darf das glaube ich heute so sagen, Freund Fritz Hödel. Und Jürgen hat es ja schon gesagt, der Jürgen arbeitet mir sehr gut zu im Bayerischen Landtag. Somit habe ich also zwei wunderbare Menschen gleich hier in der ersten Reihe sitzen, die mir auch die Kraft geben für eine kleine freie Rede. Ich habe einen Namen aufgeschrieben und zwar deshalb, weil ich wollte sagen, wir kennen uns noch nicht. Lieber Michael Strauch, es war beeindruckend, was du gesagt hast. Und wenn ich sehe, dass so junge Leute so frei und so gut sprechen und auch mit so viel Enthusiasmus, dann ist mir nicht bange um die Zukunft der AfD. Allerdings ist es ein weiter Weg bis dahin, bis diese Leute dann später auch mal in Regierungsverantwortungen kommen. Aber es ist ein guter Anfang gemacht. Herzlichen Dank erstmal von meiner Seite dafür. Ich muss jetzt gleich sagen, dass es ein großes Missverständnis war zwischen dem Veranstalter und mir. Ich hatte verstanden, ich soll 70 Minuten reden und jetzt habe ich gerade gehört, es sind nur 7 Minuten. Jeder, der mich kennt, weiß, dass unter 60 Minuten fast nichts möglich ist. Aber ich gebe mir eine große Mühe und ich werde auch mein großes Thema ganz klein gestalten. Das Thema, zu dem ich jetzt spreche, und ich glaube, dass ich das von der Reihenfolge richtig verstanden habe, ich spreche mein Thema kurz an. Später werden dann noch viele Fragen zu anderen Themen auch kommen. Es ist Demokratie und jeder von euch hier im Saal weiß, über Demokratie schafft der Henkel nicht einmal in 70 Minuten. Also mache ich nur drei kurze Anrisse und sage, warum ich das Gefühl habe, dass Demokratie ein wichtiges Thema für uns sein muss, weil sie nämlich tatsächlich in Gefahr ist. Die Demokratie ist aber nicht in Gefahr deshalb, weil es uns gibt, so wie es auch falsch ist, wenn mir gesagt wird, seitdem es die AfD gibt, und das Originalton aus dem Landtag, seitdem es die AfD gibt, ist alles schlechter geworden. Da ist meine Standardantwort, und ich bin sicher, dass sie richtig ist und dass ihr sie auch teilt. Meine Standardantwort heißt in dem Falle, die AfD gibt es nur, weil alles schlechter geworden ist. Und die Leute nach neuem Halt suchen, nach neuer Orientierung und nach einer echten Opposition. Und insoweit, man muss schon wirklich klar machen, wer war eher da, die Henne oder das Ei? In unserem Fall ist es definitiv so. Ich fand es jetzt auch fantastisch von der Vorstellungsgeschichte her, vom Jürgen, lange CSU-Vergangenheit. Wenn in diesem Lande alles in Ordnung wäre, ich sage es ganz salopp, würdest du in deinem Beruf sein, ich in meinem Beruf sein und du in deinem Beruf sein, dann wären wir nicht nötig. Wir sind nicht Politiker geworden, teilweise schon im späten Alter, bei mir mit 60, weil wir dachten, hey,
das war cool, sondern weil wir das Gefühl hatten, dieses Land hat es verdient, dass sich Leute um dieses Land bemühen, auch wenn es immer sehr große Worte und pathetische Worte sind. Ich glaube, ihr wisst vom Herzen her, was wir vorhaben. Wir versuchen auf unsere Art und Weise, die wir alle, bis wir dann in die Parlamente gekommen sind, keine Berufspolitiker waren und die wir sicherlich auch 2, 3 Legislaturen brauchen, bis wir wirklich Vollblutpolitiker sind. Wir versuchen mit dem, was wir können, was wir gelernt haben, wie wir sozialisiert sind, was wir für berufliche Erfahrungen gemacht haben, das Beste für unser Land zu geben. Und das bedeutet manchmal, dass man sehr, sehr kritisch sein muss gegenüber dem, was im Mainstream kommuniziert wird. Aber das hat nichts, das Geringste damit zu tun, dass wir nicht mit beiden Beinen ganz fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und selbstverständlich dieses Grundgesetz als das nehmen, was es ist, nämlich als unser Rüstzeug, von dem aus argumentativ wir losgehen, um die Wunden in diesem Lande zu versuchen zu heilen, indem wir konstruktive Vorschläge machen, in der Hoffnung, dass sie angenommen werden. Drei ganz kleine Absätze also zur Demokratie. Der erste Absatz der Demokratie ist eigentlich relativ einfach zu spüren. Ich nenne den Satz, und ich habe ihn mir nochmal extra aufgeschrieben, der zweite berühmte Satz einer uns allen bekannten Dame: das muss rückgängig gemacht werden. Ein Satz, der mich tatsächlich tief in meinen Festen erschüttert hat. Denn was in Erfurt passiert ist, völlig egal, ob man politisch anderer Meinung ist, völlig egal, ob man auf der Seite des politischen Mitbewerbers oder gar des politischen Gegners steht. Eine Kanzlerin, die sagt, ein politischer Vorgang muss rückgängig gemacht werden, die begibt sich auf das Niveau einer Bananenrepublik. Das kann einfach nicht wahr sein, das können wir uns nicht gefallen lassen und dem müssen wir uns ständig widersetzen. Was ist denn wirklich passiert? Die Wahlen in Thüringen haben ein Ergebnis gegeben, bei dem die 3 konservativen Parteien 48 Sitze und die 3 linken Parteien 42 Sitze hatten. Demokratie, kein Thema, oder? Wer ist mit der Regierungsbildung beauftragt? Wer sollte das Land führen? Wer hat Rot-Rot-Grün abgewählt? Eindeutig der Souverän, der Bürger. Das ist Demokratie. Und dann kommt es zu einem, wir wissen alle, ein bisschen eingefädelten, ein bisschen tricky Vorgang, bei dem ein völlig unverdächtigter Mann von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und dann soll das rückgängig gemacht werden. Deshalb, weil er mit den Stimmen einer ebenfalls demokratisch gewählten Partei in dieses Amt befördert worden ist. Und da sage ich schon, diese Demokratie ist in Gefahr, wenn so etwas tatsächlich offen kommuniziert werden darf, ohne dass diejenigen, die es sagen, dafür gescholten werden. Nein, gescholten werden diejenigen, die das veranlasst haben, wir. Aber dass wir das veranlasst haben, zeigt eigentlich, dass wir den Wählerauftrag ernst genommen haben, dass wir uns selber, die wir keine Chance gehabt hätten, nicht nach vorne gespielt haben, sondern dass wir einen anderen konservativen Kandidaten, hier in dem Falle einen FDP-Mann, zu seinem Ministerpräsidentenamt verholfen haben. Und jetzt erzähle mir niemand, dass das nicht zu einer demokratischen und auch zu einer regierungsfähigen Regierung geführt haben hätte können. Denn überlegt euch das doch nur mal einfach. Wenn dieser Mann Ministerpräsident geblieben wäre, dann hätte er wunderbar mit den Stimmen der CDU, mit den Stimmen der FDP, mit den Stimmen der SPD, der Grünen, der Linken, er hätte regieren können. Er hätte eine Minderheitsregierung zunächst einmal bilden können und dann von Gesetzesentwurf zu Gesetzesentwurf sich neue Mehrheiten suchen können, auch ohne Beteiligung der AfD. Und dass das niemanden offensichtlich in den Journalen, Magazinen, in den Medien klar geworden ist, sondern dass es quasi heißt, in dem Moment haben Sie die Macht übernommen, Sie haben diese Demokratie quasi ad absurdum gestellt, lächerlich gemacht. Das zeigt mir, dass viele derer, die behaupten, sie seien die Wahrer der Demokratie, offensichtlich nicht verstanden hat, wie groß das Gebilde Demokratie ist und dass Demokratie eben auch das beinhaltet, was in Erfurt passiert ist. Der zweite kleine Aspekt betrifft den Bayerischen Landtag. Das ist jetzt natürlich meine Domäne. Im Bayerischen Landtag, alle, die das verfolgt haben, wissen es, im Bayerischen Landtag haben wir natürlich ebenfalls wie ihr, liebe Freunde, im Bundestag keinen stellvertretenden
Vizepräsidenten, also keinen Vizepräsidenten bekommen. Und auch da sage ich wieder, was ist das für eine Demokratie? Und zwar nicht deshalb, weil wir keinen bekommen haben. Ihr wisst, ich war ja vorgeschlagen worden, musste dann zurückziehen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Parteien hätten ein völlig demokratisch legitimes Mittel gehabt, uns keinen Vizepräsidenten zu geben. Nämlich ganz einfach, dass in der ersten konstituierenden Sitzung, in dem sie ja auch die Geschäftsordnung des Landtages sowieso geändert haben, einfach gesagt hätten, künftig gibt es nur noch zwei stellvertretende Präsidenten. Zum Beispiel, es wäre eine Lösung gewesen. Dann hätte die CSU ihren Präsidenten gehabt, die Grünen und die Freien Wähler. Aber weil die SPD, die nach uns kam, und weil die FDP, die nur wegen Marquardt überhaupt mit 5,1% in den Landtag gekommen ist, natürlich einen Vizepräsidenten wollte, wird das Gesetz lieber gebrochen. Man lässt es bei, jede Partei bekommt einen Vizepräsidenten. Man wählt den von der AfD nur nicht, und zwar mit der Begründung, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist, muss ich zugeben, dass natürlich jeder Abgeordnete frei ist, kein imperatives Mandat hat. Und wenn ihm denn bei der AfD überhaupt keiner passt, ja, dann kann er halt leider keinen wählen. Aber der demokratische, der wirkliche, der richtige, der gute, der faire, der ehrliche Weg wäre gewesen zu sagen, in der 18. Legislaturperiode des Bayerischen Landtages haben wir nur noch zwei Vizepräsidenten und alles wäre gut gewesen. Aber leider, nein, es wird lieber das Recht gebrochen, gebogen, wie auch immer verbogen. Hauptsache, wir kriegen unseren Vizepräsidenten nicht. Und das ist für mich auch wieder ein Zeichen mangelnder Demokratie. Und es zeigt mir, dass wir dringend notwendig sind, auch im Bayerischen Landtag. Und der letzte Aspekt, den habe ich mir deshalb dafür aufgehoben, weil wir ja heute auch in der Kommunalwahl sind. Der letzte Aspekt hat was mit der Kommunalwahl zu tun. Da geht es darum, jetzt ein bisschen anders leider als in Dachau, um uns Münchner. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in München gibt es einen politischen Boykott gegen die AfD. Was ist passiert? Die Grünen, die Linken und die SPD haben sich zusammengetan und haben ganz klar verkündet, sie gehen auf kein Podium, sie gehen in keine Diskussion, in keine Fernsehsendung, nirgendwo hin, wenn auch ein Kandidat der AfD mit auf der Bühne sitzt. Und was haben sie damit bewirkt? Sie haben natürlich damit bewirkt, dass wir nicht eingeladen werden. Denn natürlich verzichten die Medien nicht auf Frau Franke, ja, oder auf den Oberbürgermeister Reiter, sondern dann verzichtet man lieber auf den Kandidaten der AfD, Wolfgang Wiele. Oder man verzichtet auf den Kandidaten für den Stadtrat, Iris Wassel oder wie auch immer. Und auch das bedeutet für mich wieder, dass diejenigen, die immer behaupten, sie seien die Verteidiger der Demokratie und die bis vor 6 Monaten immer gesagt haben, die AfD, die muss man inhaltlich stellen, der muss man die Maske vom Gesicht reißen, die muss man auf offener Bühne zerlegen, dass die nach einigen verlorenen Diskussionsschlachten nun sagen, nö, mit denen gehen wir nicht mehr auf die Bühne, denen bieten wir keine Möglichkeit, dem Bürger, dem Souverän, der am 15. März entscheiden soll, auch nur eine vernünftige, breite Anspruchsgrundlage zu geben, auf derer Basis er dann eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Das, liebe Freunde, und damit komme ich zum Schluss, das für mich ist für mich das Treten der Werte der Demokratie mit Füßen. Das bedeutet für mich, dass eine Gruppe von Leuten ihre Macht ausnutzt, um einen politischen Mitbewerber so klein zu halten, wie nur irgendwie möglich. Und ich wünsche mir wirklich, auch wenn ich kein wahnsinniger Optimist bin, aber ich wünsche mir wirklich, dass dies zum Rohrkrepierer wird und dass die Grünen, die Linken und die SPD ihre Ernte einfahren werden. Und ich kann euch nur sagen, ich habe ein Zimmer im 3. Stock des Südbaus im Bayerischen Landtag. Und dieser ganze 3. Stock war bis zum 15. Oktober 2018 fest in Hand der SPD. Die SPD hat 50% ihrer Mandate verloren. Sie hat eine gesamte Etage räumen müssen und die haben wir jetzt bezogen. Und ich kann euch nur sagen, wenn die SPD sich nochmal halbiert, dann wird sie an der 5%-Hürde scheitern. Und offen gestanden, auch wenn es die älteste Partei Deutschlands ist, dann ganz zu Recht. In dem Sinne freue ich mich auf den Abend. Ja,
gerade, das ist das Schöne an Uli Henkel, er redet 70 Minuten und es kommt einem vor, als wenn es plus 7 waren. Vielen Dank. Ich danke dir. Unser nächster Redner, jetzt sind wir schon im Bundestag angelangt, unser nächster Redner Johannes Huber, Mitglied im Deutschen Bundestag, Sprecher der AfD-Fraktion für den Petitionsausschuss und stellvertretendes Mitglied für den Familien- und Landwirtschaftsausschuss. Und auch bei ihm habe ich im Internet einen hochspannenden Spruch gefunden, diesmal auf der Facebook-Seite. Und das muss man sich wirklich genau anhören. Weil wir für euch sind, sind sie gegen uns. Ein herzliches Willkommen, Johannes Huber. Ja, lieber Jürgen, vielen Dank. Du bist nicht der Einzige, der meine Facebook-Seite stalkt. Es gibt mittlerweile von der TU München, das mag ich zum Anfang sagen, gibt es wissenschaftliche Mitarbeiter, die befreundet sind mit den Redakteuren von meiner Heimatzeitung, vom Donaukurier in Pfaffenhofen. Und die kennen sich vom Studium her. Und der wissenschaftliche Mitarbeiter, müsst ihr wissen, wurde angesetzt von der Zeitung, meine Facebook-Seite wissenschaftlich-soziologisch einzuordnen. Und dann gab es einen schönen Bericht in meiner Heimatzeitung darüber, wie meine Facebook-Seite doch die Leute aufstacheln möchte, wie meine Seite dazu dient, einfach die Opposition am Leben zu halten, weil genau das tue ich. Wir sind alle da, die Gäste, Funktionäre, die Opposition tatsächlich in diesem Land am Leben zu halten. Und das ist unser Job. Und das ist kein Malus, sondern das ist genau das, was die anderen verhindern wollen. Und ich glaube, wenn die anderen das verhindern wollen, sind wir genau an der richtigen Stelle, dass wir weiterhin Mut zur Wahrheit haben und auch das aussprechen, was viele in diesem Land denken. Die Einführung wollte ich eigentlich gar nicht machen, weil die Zeit ist wirklich kurz. Ich begrüße den Kreisverband Dachau, den Ortsverband hier, stellvertretend den Fritz Würdel nur ganz kurz. Ich sehe auch andere Kreisvorsitzende, Paul Traxl ist hier, aus meiner Heimatgemeinde ursprünglich, sogar aus Nandlstadt. Und ich denke, dass ich genau jetzt von der Rednerreihenfolge an der richtigen Stelle dran bin, weil nachdem wir jetzt schon wir vom Petitionsausschuss im Bayerischen Landtag was gehört haben, mit Uli Henkel, mit Jürgen Henrizi als Mitarbeiter, möchte ich euch auch den Einblick gewähren, was wir im Bundestag und wie demokratisch der Bundestag eigentlich ist. Gleichzeitig möchte ich auch die Kandidaten, die jetzt kandidieren für die Kommunalwahl, auch ein bisschen vorbereiten, was auf euch zukommt, was so die ersten Schritte sind. Weil, Rainer, du kannst dich vielleicht auch noch daran erinnern, das war schon ein erhebendes Gefühl, als wir damals am 24. Oktober 2017 vor den Türen waren des Plenums, uns gesammelt haben. Die Presse war schon versammelt. Die politischen Gegner teilweise auch schon in ihren Reihen und wir sind da geschlossen reingegangen. Und das macht uns auch aus, dass wir ein Team sind und wir sind bis heute ein Team geblieben. Danke Rainer, du als Sprecher der Landesgruppe in Bayern hast auch den Beitrag dazu geleistet und es macht wirklich riesigen Spaß und es kann uns wirklich, Entschuldigung, wirklich egal sein, wie viele da draußen uns empfangen mit irgendwelchen Buhrufen oder dergleichen. Weil das soll uns noch weiter antreiben, dass wir in uns noch geschlossener werden, noch solidarischer und weil wir ein Team sind, dann nach draußen gehen und den anderen zeigen eigentlich, was eine wirkliche Opposition auch ist. Und wir haben, mit Fug und Recht können wir behaupten, wir sind keine Gefahr für die Demokratie, sondern wir leisten einen immensen Beitrag für die Demokratie. Alleine seit wir als AfD im Bundestag sind und der erste Ausschuss, der gewählt wurde, war übrigens der Petitionsausschuss, weil das auch im Grundgesetz Artikel 17 drin steht. Bürger müssen einen Ansprechpartner haben, müssen ihre Beschwerden und ihre Vorschläge an den Bundestag auch eingeben dürfen und das können sie auch jederzeit machen. Deswegen war es gleich am Anfang, als Jamaika noch in der Frage war, ob das zustande kommt, gab es schon den Petitionsausschuss und seit wir drin sind, haben sich die Zahlen immens erhöht. Alleine die Petitionen, die eingegangen sind, plus 15% zur Zeit davor. Leute, die Petitionen öffentlich auf der Bundestagsseite online mitgezeichnet haben, haben sich vervierfacht. Das sind ungefähr die Zahlen, die wir auf YouTube erreichen. Seit die AfD im Bundestag ist, schauen sich die Leute die Reden wieder an. Also wir haben da wirklich das Fenster aufgemacht
Es ist frischer Wind in den Bundestag reingekommen und die Leute wollen genau das hören und wir wollen genau als Repräsentanten auch das sagen, was den Leuten auf den Herzen, auf den Nägeln auch brennt. Diesen Beitrag haben wir im Petitionsausschuss geleistet, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir nochmal die Frage aufgeworfen haben, was ist denn überhaupt ein interkultureller Dialog? Die Insider werden wissen, auf was ich anspiele, und zwar auf den UN-Migrationspakt. Diese Petition, die von den Bürgern entstanden ist, wo sich dann auch Intellektuelle aufgesattelt haben, um dieses Thema noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten, natürlich auch mit Hilfe der AfD tatkräftig, sollte zuerst nicht veröffentlicht werden, weil es angeblich den interkulturellen Dialog belasten würde. So, wir haben das aber, wir haben dagegen opponiert, wir haben es uns nicht gefallen lassen und durch diesen politischen Druck, den wir teilweise, und das ist auch die Strategie für euch dann im Kreistag, im Stadtrat, den wir vor allem auf die konservativen Parteien ausgeübt haben, auf die CDU, auch auf die FDP, der war dann letztendlich so immens über die Öffentlichkeit, auch über die Presse, die natürlich bundesweit dann war, dass sich die anderen Parteien es doch nicht erlauben konnten, die Petition nicht zu veröffentlichen. Wir haben es veröffentlicht, auch weil ein Kollege von mir kommt aus Sachsen und ist der direkte Rivale im Wahlkreis vom Vorsitzenden Wendt, der auch aus Sachsen kommt. Von daher haben wir es mit kleinen Tricks auch geschafft, die dann parlamentarisch teilweise auch notwendig sind, diese Petition zu veröffentlichen, und der Rest ist Geschichte. Es war in der Diskussion, immer mehr Länder sind europaweit, weltweit übrigens, von diesem Migrationspakt abgesprungen. Frau Merkel hat es so weit nach vorne geschoben, die Generalversammlung der UN, dass, weil sie Angst gehabt hat, dass noch mehr Leute, noch mehr Länder abspringen, wollte sie das unter Dach und Fach bringen. Und es wurde dann tatsächlich in der UN-Generalversammlung mit Mehrheit beschlossen, leider Gottes, dieser Migrationspakt. Aber das war schon ein Zeichen dafür und auch eine Demonstration der Stärke der konservativen Opposition, die sich nicht nur in Europa, sondern weltweit mittlerweile sammelt, wie stark wir mittlerweile geworden sind und welchen Druck wir auch ausüben können und wie wir dieses Regime auch in Gefahr bringen können. Und das ist, glaube ich, nun mal ein Applaus wert. Ich möchte es auch nicht zu lange machen, sondern was machen wir im Bundestag? Da haben wir gesehen, dass die Bürger Anliegen, diese Form der direkten Demokratie, die im Bundestag leider nur durch diese Petition möglich ist, die sind dann auf die parlamentarische Demokratie gestoßen. So, und in unserem parlamentarischen System soll das natürlich kanalisiert werden. Im besten Falle sollen wir die Anträge und die Anliegen von euch dort im Bundestag auch vertreten. Aber es darf kein Filter sein, wie es die Altparteien machen. Die Altparteien filtern das, was genehm ist. Das ziehen sie hoch, was nicht genehm ist, das halten sie unter dem Deckel. Das ist genau das Prinzip, das hier zutage befördert wurde. Und wir als Bürgerpartei, so möchte ich uns nennen, haben natürlich auch parlamentarisch die Möglichkeit, aus dem parlamentarischen System auch ein Stück weit mehr direkte Demokratie zu machen. Deswegen haben wir auch Anträge gestellt, zuallererst für Volksabstimmungen auf Bundesebene, gibt es in der Schweiz, in Österreich, warum nicht auch in Deutschland. Wir haben alle eingeladen, alle Fraktionen. Geht es mit uns in eine Expertenkommission, in eine sogenannte Enquete-Kommission? Jeder oder jede Fraktion darf Abgeordnete entsenden. Wir nehmen die gleiche Anzahl an Sachverständigen dazu und verhandeln zusammen, gemeinsam, wie wir bundesweit Volksabstimmungen dann einführen können. Ihr könnt euch denken, was die anderen gesagt haben. In der Debatte wurde das abgelehnt, und zwar einstimmig gegen die AfD, weil es wieder von der falschen Partei kommt. Tatsächlich ist es aber so, dass sogar im Koalitionsvertrag diese Expertenkommission zur Bürgerbeteiligung auch drinsteht. Und wir sind gerade dabei, die Anfrage auszuarbeiten, wie denn der aktuelle Stand ist, weil alles, was wir bisher erfahren haben, ist, ihr müsst euch vorstellen, Hälfte Abgeordnete, das sind 9 bis 15 Leute und die gleiche Anzahl an Sachverständigen. Die Altparteien und vor allem CDU, CSU und die SPD in der Regierung haben noch nicht einmal geschafft, bis heute, nach über 2 Jahren, Kriterien festzusetzen, nach denen diese Sachverständigen überhaupt ausgewählt werden können. Also die sind heute immer noch nach über 2 Jahren auf dem Stand Null, haben nichts zustande gebracht in der Richtung, dass sie die Bürger mehr beteiligen wollen an der Demokratie. Und das lässt uns als Fraktionen, auch mich persönlich, eigentlich dazu hinreißen, zur Ansicht und zur Vermutung, dass sie das eigentlich gar nicht haben wollen. Sie wollen 0,0 Bürgerbeteiligung, weil sie die Gefahr erkennen, die mittlerweile aus dem Volk heraus entstehen könnte für ihre Herrschaft.
Und wir sind die Einzigen, wir sind wirklich die Einzigen, die im Bundestag dafür kämpfen, für mehr Bürgerbeteiligung, dass die Bürger noch mehr an der Entscheidungsfindung auch beteiligt werden können. Und wir werden weiterkämpfen an dieser Front, das versichern wir euch. Um zum Schluss schon zu kommen, wir lassen deswegen nicht locker, weil wenn die anderen diese Expertenkommission abgelehnt haben, dann heißt es für uns, dass wir nicht unsere Vorstellungen umsetzen können. Das heißt, wir haben gerade, und es wird dann in den nächsten Sitzungswochen dann auch reinkommen, einen Antrag gestellt, wie wir Volksabstimmungen, aber nicht nur Volksabstimmungen, sondern auch Volksentscheide und auch Volksbegehren auf Bundesebene einführen wollen. Das ist ein Antrag der AfD, der möge zwar wieder abgelehnt werden, aber wir setzen das jetzt durch, damit, und das ist das Wichtigste in der Opposition, auch kommunal, damit wir die Öffentlichkeit für unsere Themen erwischen. Wir haben vielleicht nicht die Chance, dass wir alle Anträge durchbekommen. Vielleicht mit Tricks, dass man manchmal über die Bande spielt, zusammen mit der CDU oder der CSU in Bayern. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Vielleicht auch mit der FDP. Aber wir können als Opposition immer die Öffentlichkeit erreichen. Deswegen schauen die Leute auch auf YouTube diese AfD-Videos. Deswegen ist YouTube auch mittlerweile AfD-TV geworden, weil die Leute einfach das auch hören wollen, was wir da sagen. Und wir haben weitere Anträge gestellt. In der Vorbereitung ist auch von meinem Büro federführend, dass wir den Bundespräsidenten nicht von der Bundesversammlung, nicht von Olivia Jones und Veronika Ferres wählen lassen, sondern direkt vom Volk. Dass wir nicht nur Gesetze im Bundestag machen können, sondern was wir auch im Programm drin stehen haben, dass wir als Volk auch ein Veto setzen können, so ähnlich wie es in der Schweiz möglich ist, was auch ein Werner Patzelt übrigens von einer Sachsen-CDU dort schon in das Wahlprogramm geschrieben hat, dass wenn der Bundestag ein Gesetz entscheidet und das gefällt dem Volk nicht, das entspricht nicht den Interessen und ihr macht oder wir alle machen ein Bürgerbegehren mit einem Quorum, sagen wir zum Beispiel 100.000 Mitzeichner, dass wir dazu eine Volksabstimmung haben wollen, ob dieses Gesetz vom Bundestag auch angenommen werden kann oder dass es auch abgelehnt werden kann. Dieses sogenannte Volksveto ist eine weitere Möglichkeit, die wir auch in den Bundestag einbringen wollen. Und der schöne Nebeneffekt ist dabei, dass die Parlamentarier und auch die Regierung, wenn das eingeführt wäre, im Idealfall, dann von vornherein auf das Volk schauen würden, weil sie können sich dann nicht erlauben, dann bei einer späteren Abstimmung eine Niederlage zu erleiden und sie werden von vornherein schauen, was sind die Interessen, die wirklichen Interessen des Volkes und werden das bereits in der vorbereitenden Diskussion für Gesetzesentwürfe einfließen lassen. Also das diszipliniert eigentlich die Parlamentarier und die Regierung mit am meisten. Regierung, jetzt komme ich wirklich bald zum Schluss, der Rainer weiß es, wir sitzen von vorne gesehen vom Rednerpult, vom Präsidentenamt auf der rechten Seite. Da ist es auch gut, weil da ist man gleich im Eingang, da ist man gleich da. Und man sitzt gegenüber von der Regierung. Also alles, was wir zwischenrufen, können wir praktisch im Dialog mit der Bundesregierung auch klären. Da kommt teilweise dann ein Rückruf von der Bundesregierung oder von Ihnen kommt irgendwas, worauf wir reagieren. Also es funktioniert schon. Die Opposition, wir sind schon an der richtigen Stelle, direkt neben der Regierung. Leider sitzen dort nicht nur Minister, die gewählt wurden dann auch und vereidigt, sondern dort sitzen auch Abgeordnete vom Deutschen Bundestag auf der Regierungsbank. Also nochmal, in der Exekutive sitzen Leute von der Legislative, die eigentlich die Gesetze machen sollten. Und wer soll sie dann am Schluss eigentlich kontrollieren? Wer kontrolliert eine Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenn sie selber Bundestagsabgeordnete ist? Sie selber? Ja, sie wird sich wohl nicht selber kontrollieren. Von daher wollen wir auch eine Trennung, nicht nur des Kanzlers und des Parlaments, sondern komplett eine Trennung, eine Gewaltenteilung zwischen der Bundesregierung und dem Bundestag erreichen. Und dazu gibt es bald auch einen Antrag. Und der letzte Antrag, wenn wir schon bei der Regierung sind, dann haben wir, glaube ich, einen Anspruch, dass wir, ich habe in meinem jungen Alter vor dem Bundestag auch schon 10 Jahre Berufserfahrung gesammelt, so ist es nicht, in Personalabteilungen, Finanzabteilungen. Aber wir dürfen erwarten, dass jedes Ressort zumindest von einem Minister geleitet wird,
der schon mal in dem Bereich, zum Beispiel Familie, zum Beispiel Justiz, zum Beispiel Wirtschaft, dass er zumindest dort schon mal gearbeitet hat. Das dürfen wir erwarten. Ja. Und deswegen die letzte Forderung, die Ministerien und auch die Regierung generell darf nicht besetzt sein von irgendwelchen Berufspolitikern, die vom Kreißsaal und dem Hörsaal direkt in den Plenarsaal kommen, sondern die zumindest Berufserfahrung oder eine Ausbildung in ihrem Ressort aufweisen können. Und diese sogenannte Expertenregierung, das dürfen wir erwarten und das ist hoffentlich noch drin in diesen 1,5 Jahren, wie die Legislatur noch dauert, dass wir das auch noch als Antrag der AfD in dieser Wahlperiode dann auch in den Bundestag einbringen. Danke. Vielen Dank, lieber Johannes. Man merkt auf jeden Fall, wie leidenschaftlich ihn das Thema Volksabstimmung bewegt. Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Aber da ich heute moderiere, ich könnte normalerweise auch eine Stunde darüber referieren, aber heute muss ich mich zurückhalten. Ich möchte einen Punkt ergänzen, das Thema Berufserfahrung. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, in diesen Punkten würde ich sagen, der Politiker muss sogar nachweisen, dass er als Selbstständiger arbeiten kann, dass er Arbeitsplätze geschafft hat und Gewerbesteuer gezahlt hat. Steile Vorlage. Okay, ja. Und damit, und nach 5 Jahren muss er nachweisen, dass er das erfolgreich getan hat. Dann darf er antreten und darf uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir kommen zu unserem... Wir kommen zu unserem nächsten Redner, Dr. Rainer Kraft, ist auch Mitglied im Deutschen Bundestag. Er ist unter anderem, und wirklich, die Liste ist elends lang. Ich habe mir überlegt, wo fange ich an und wo höre ich auf. Er ist unter anderem Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und ist im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Er ist Diplom-Chemiker, hat 10 Jahre Berufserfahrung und was er noch nicht weiß, wir waren auf dem gleichen Gymnasium. Ich war 10 Jahre früher da. Bitte begrüßen Sie mit mir Dr. Rainer Kraft. Da ist der Vertrieb. Jetzt wollte ich gerade denken, ob ich gerade gehen kann vielleicht, ja, weil ich nur Angestellter war, keine Arbeitsplätze nicht direkt geschaffen habe, sondern eigentlich nur indirekt, ja, über produktive Tätigkeit. Aber immerhin. Aber ich werde auf den Punkt kleiner zurückkommen. Erstens vielen Dank für die Einladung. Ich war schon, es ist das erste Mal, dass ich nach eurer Kreisteilung hier bin, also wirklich beim Kreisverband Dachau. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Das letzte Mal wart ihr noch zusammen verbrüdert mit den Fürstenfeldbruckern. Aber ja, irgendwann ist es Zeit zu gehen und was Eigenes zu machen. Und auch sieht auch gut aus. Also ihr habt euch gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind. Ich wollte auch ein bisschen kürzer reden, nachdem die anderen ein bisschen länger waren. Ich habe auch die schlechte Angewohnheit, dass ich zu schnell spreche. Also wenn das passiert, irgendwo Zeichen geben oder irgendwas. Nein, schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe draußen selber gesehen, dass es nicht ganz leicht war, hierher zu kommen. Und es ist schön, wenn Sie Interesse haben an politischer Arbeit im Allgemeinen, speziell in diesen Zeiten, die eben nicht so schön rosig sind, wie einige meiner Vorredner schon angesprochen haben. Und woran sieht man, dass sie nicht so rosig sind? Ja, es gibt die AfD. Und konträr zu dem, was die Medien behaupten oder was draußen die Leute auf der anderen Straßenseite brüllen, die AfD ist dann gar nicht schuld. Die AfD ist ein Symptom. Ein Symptom für eine schlechte Regierungspolitik auf so ziemlich allen Ebenen. Das ist der Grund, warum es die AfD gibt. Und wenn es die AfD nicht gäbe, dann gäbe es was anderes. Vielleicht wäre es auch nicht blau, vielleicht hätte es andere Farben sich gesucht. Zu einem anderen Namen würde es tragen. Aber der Unmut in diesem Land über die Politik, die gemacht wird, von der EU, über Berlin, über München, bis hinein in die Kommunen, der ist so groß, dass sich immer Leute finden würden, die eine politische Alternative anbieten würden. Und wie sie nennt und wie sie heißt und welche Farbe sie hat, ist vollkommen wurscht. Weil ihnen einfach alles schlecht gemacht wird. Jetzt ganz kurz nochmal zum Zivilleben. Also ich war 10 Jahre berufstätig. Wir haben chemische Fabriken geplant in einer kleinen Ingenieurbüro, kleinen Firma. Das waren Spezialfabriken zur Herstellung von reinstem Silizium, also ein absolutes Nischenprodukt. Hauptsächliche Anwendungsgebiete sind Herstellung von Photovoltaik-Silizium und von Mikroelektronik-Silizium. Und das wurde meistens im Ausland gebaut. Warum wurde das meistens im Ausland gebaut? Das ist eine sehr, sehr stromintensive Technologie, eine chemische Fabrik, die ca. 40%
Kostenanteil von elektrischem Strom hat und die kann man halt da bauen, wo Strom preiswert ist. Und das ist nicht Westeuropa und Deutschland schon gar nicht gewesen damals. Das heißt, wir haben das angefangen zu planen, da wo der Strom ungefähr 2 bis 3 Dollar Cent pro Kilowattstunde gekostet hat. Und ab 6 Dollar Cent haben wir abgewunken. Auf den Messen, wenn Interessenten gekommen sind, haben sie gesagt, ich möchte in dem Land eine Fabrik bauen. Ja, was kostet der Strom dort? Haben sie gesagt, 6, 7 Cent. Haben sie gesagt, nee, vergiss es, lohnt sich nicht. Heute zahlt ein großindustrieller Abnehmer in Deutschland zahlt 14 Euro Cent pro Kilowattstunde. Sie selber sind ungefähr, gehen jetzt mittlerweile von 30 Euro Cent pro Kilowattstunde und ein wirtschaftliches Großunternehmen ist irgendwo bei 14 Euro Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, Strom ist in Deutschland nicht nur für Sie, für mich, für den privaten Benutzer, auch für die Industrieunternehmen ist Strom extrem teuer geworden. Und es führt dazu, dass viele Unternehmen, und jedes Unternehmen verbraucht Strom, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, dass jedes von diesen Unternehmen sich vorher genau überlegt, ob er in Deutschland hergeht, investiert, eine Halle aufbaut, Maschinen hinstellt, wo dann die Leute arbeiten können oder nicht. Er überlegt sich ja auch, dass, wenn er renovieren will oder so weiter, ob sich das lohnt, das in Deutschland weiterhin zu machen, ob man einen Standort in Deutschland aufrechterhält oder ob ich da irgendwo anders hingehe, wo die Energie, also Strom, sehr viel preiswerter ist als in Deutschland. Und das hat sogar, und das ist immer mein Zeuge hier, das hat sogar der Peter Altmaier gehabt. Er ist ja Wirtschaftsminister. Und da fahre ich letzten September, komme ich mit der Familie aus dem Urlaub aus Kroatien, komme gerade so über die Grenze, Salzburg, deutscher Sender rein. Und dann Peter Altmaier ist da und nach der Sommerpause eine Rede. Der Strom ist zu teuer in Deutschland, die Wirtschaft leidet, der Strom muss wieder billiger werden für alle. Ja, das war im September von Peter Altmaier. Seitdem haben wir das Klimapaket verabschiedet, wir haben auch den Kohleausstieg auf die Reihe gebracht und steht da irgendwo nennenswert drin, dass irgendwas nennenswert billiger oder preiswerter werden soll vom Strom? Es gibt eine klitzekleine Reduzierung um einen halben Cent, was subventioniert werden soll, die Kilowattstunde Strom. Das war 2 Wochen lang ein Thema und dann kam die Erhöhung des EEG-Zuschlages für 2020. Das war 0,75 Cent, das heißt, diese halbe Cent war da wieder aufgefressen. Und die CO2-Abgabe, manche werden sie ja Steuer benennen, ist auch die erste Steuer, die schon erhöht worden ist, bevor sie eingeführt wurde, von 10 auf 25 Euro. Und auch da habe ich mir geschaut, vor 2 Wochen, da hatten wir eine Veranstaltung mit dem Ortsverband in Meitingen, da liegt ein Stahlwerk noch, die Reststahlwerke, welche Auswirkungen das hat. Und die Auswirkungen von diesen 25 Euro, die eine Tonne CO2 kosten, auf den Verkaufspreis von Stahl sind bei der Einführung, die im kommenden Jahr ist, in 2021, sind erstmal eine 7%ige Preissteigerung. Eine Tonne Stahl verbraucht im Durchschnitt ungefähr 1,4 Tonnen oder liefert 1,3, 1,4 Tonnen CO2. CO2-Preis 25 Euro macht 32 Euro, werden oben drauf geschlagen. Und der derzeitige Preis von einer Tonne Stahl am Weltmarkt sind 480 Dollar. Euro. Das heißt, 32 Euro kommen auf die 480 oben drauf und damit ist der deutsche Anbieter mit seinen Stahlprodukten gleich auf einen Schlag 7% teurer am Weltmarkt. Eine gewaltige Gewinnspanne im Vergleich mit den internationalen Konkurrenten. Und wir wissen, weil es uns die Regierung gesagt hat, die 25 Euro sind nur der Einstiegspreis. Der wird jedes Jahr nachgezogen werden. Jedes Jahr wird die Regierung darüber beraten, wie weit der erhöht wird, weil wir wissen, dass er nicht reduziert werden wird. Und nach welchen Kriterien wird das gehen? Da werden Klimaforscher mit ihren Modellen kommen, werden ein Szenario ausarbeiten, wie das funktioniert mit dem Klima und dann wird das heißen, wir müssen größere Anstrengungen unternehmen und dann wird das CO2 teurer. Und dann wird der Stahl teurer, also der deutsche zumindest, nicht der chinesische oder der indische. Und dann ist das Stahlwerk wahrscheinlich ziemlich bald Geschichte, weil dieses Stahlwerk mit solchen Margen, die es dann noch wirtschaften kann, also die 7%, die das CO2 kostet, müssen ja auf den Preis drauf, da kann man nicht mehr wirtschaften, dann sind diese Arbeitsplätze weg und wir reden von 800 Arbeitsplätzen innerhalb von einer Gemeinde, innerhalb von einer Kommune. Die wollten eigentlich mal expandieren, da liegen die Pläne in der Schublade, aber ich weiß nicht, ob die nach dieser Entscheidung mit diesem CO2-Preis überhaupt noch in Deutschland expandieren wollen oder ob die nicht auch sagen, wisst ihr was, wir können unser Stahl auch woanders kaufen. Das bringt mich zum nächsten Thema, es ist angesprochen worden, der wunderbare Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung, ein absolutes Exotengremium im Deutschen Bundestag. Das hat alles mit Zukunftsforschung zu tun, es geht um die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Das ist ja auch beim Migrationspakt ein Thema. Grundsätzlich
Grundsätzlich ist die Agenda 2030 nicht verkehrt. Da stehen so ganz allgemeine Prinzipien drin, wie ein Staat braucht sichere und verlässliche Strukturen. Leute, stimmen wir zu. Armut und Hunger auf der Welt sollen bekämpft werden. Selbstverständlich. Aber es fängt dann bei den Einzelheiten an. So. Es gibt dann sogenannte Zielindikatoren. Das heißt, es wird behauptet oder die UNO postuliert oder das Ganze wird heruntergebrochen auf europäische oder deutsche Nachhaltigkeitsstrategien. Es wird heruntergebrochen, ein Zielindikator, und man behauptet, dass wenn ich den Zielindikator erreiche, dass ich dann dem globalen Ziel, zum Beispiel Bekämpfung des Hungers, näher gekommen bin. Beispiel. Ein Indikator für die Bekämpfung des Hungers ist, dass weniger Nahrung weggeschmissen wird. Na, klingt erstmal nicht schlecht. Nur das Problem ist, da wo die Leute schon hungern, da schmeißen sie garantiert nichts mehr weg. Und das Augenmerk der deutschen Politiker, das sind ja alles Erfüllungsleute, ja, sie wollen etwas erfüllen. Sie wissen nicht, wie man das messen kann, den Hunger zu bekämpfen, aber sie haben einen Indikator, wie viele Tonnen weggeschmissen werden, Lebensmittel. Das heißt, der Fokus richtet sich nicht mehr darauf, global den Hunger zu bekämpfen. Vielleicht, dass ich gentechnisch modifizierten Reis anbaue, wo eine Ernte mehr rauskommt im Jahr. Das kann man darüber debattieren, ob man das will oder nicht, aber es würde was gegen den Hunger tun. Nein, es geht nur noch darum, dafür zu sorgen, dass weniger weggeschmissen wird. Das rückt in den Fokus, das ist die wichtigste Sache. Und wie bringt die Leute dazu, dass sie weniger wegschmeißen? Ja, ich mache das Essen teurer. Das ist eine Forderung, die da drin erhoben wird im Parlamentarischen Beirat. Das Essen soll, in Deutschland ist es zu billig, es soll teurer werden. Mit dem Ziel, die Leute schmeißen dann weniger weg. Wie das einem Hungernden hilft, weiß ich nicht. Aber man sieht daran, dass die Leute einfach nur noch einen Indikatorblick haben. Es gibt einen Indikator, es gibt einen Messwert, wo man sich verbessern kann, wo man in internationalen Statistiken aufsteigen kann, wo man sagen kann, Deutschland hat 25% seiner Indikatoren erfüllt und die bösen Briten haben 20% erfüllt und wir sind viel besser als die Briten. So wird das, auf solchen Ebenen wird das in der UNO debattiert, ich war dort, das ist furchtbar. Und das hat nichts mehr mit dieser wirklich, mit der Agenda 2030 zu tun, der man sich rudimentär anschließen kann, bis auf ein Ziel, nämlich Klima zu schützen, über CO2-Emissionen. Aber die andere Sachen, Bildung für die Leute, echte Gleichberechtigung für zwei Geschlechter, die UNO kennt nur zwei Geschlechter, auch das ist richtig. Und was machen die Deutschen zum Beispiel aus dieser Gleichberechtigungskiste? Sie machen wieder Inklusion und Integration und all das Ganze und auch Genderismus. Das heißt, die Deutschen pervertieren auch die guten Ziele in ihrer Politik und ja, kommen da nicht selbst weiter. Jetzt rede ich schon ganz schön viel, bin auch abgeschweift gerade. Wir wollten ja zur Energiewende eigentlich. Warum der Strom so teuer ist und warum der schlecht ist, habe ich ja schon gesagt. Ja, es hat angefangen in den 90ern, Al Gore mit seinen Filmen und seinen Behauptungen, die alle nicht eingetreten sind, und den Postulaten vom Club of Rome, dass wir über unsere Verhältnisse leben, wir würden 1,5 Planeten verbrauchen, was auch Schmarrn ist, weil ich habe letztens nachgezählt, es ist nur einer. Und das Zeug ist auch nicht weg, es ist nur woanders. Ja, wenn ich Öl verbrenne, zu CO2, das CO2 ist noch da. Und wenn ich Energie aufwende, kann ich aus dem CO2 wieder Öl machen oder Benzin oder Diesel und so. Das ist alles kein Thema. Ich brauche nur Energie. Und auch wenn ich verrosteten Stahl habe, wenn ich Energie habe, kann ich daraus wieder Eisen machen. Das ist alles kein Problem, nur Energie muss ich haben. Das heißt, und über die Geschichte der Menschheit sieht man immer, dass die Menschheit danach gestrebt hat, sich Energie nutzbar zu machen. Erstmal haben sie angefangen, das in Holz hineinschmeißen, das war das Feuer. Dann haben sie angefangen, das Wasser und den Wind sich nutzbar zu machen. Dann haben sie erkannt, irgendwie, dass man das noch besser kontrollieren kann, eine Dampfmaschine bauen. Und da kann ich sogar entscheiden, im Gegensatz zum Wind, dass morgens um 8 die Arbeit anfängt. Beim Wind weiß man das nicht, bei der Dampfmaschine weiß man das genau. Dann haben sie die Kohle ausgegraben, weil sie da noch bessere Energien rausbekommen haben. Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir einen Rückschritt. Jetzt gehen wir von den Energien, von den konzentrierten Energieträgern, gehen wir zurück zu den diffus und verdünnten Energieträgern, wir gehen wieder zurück zu Windkraftwerken, gehen wir zurück dafür, dass wir anfangen, Holz wirklich, Biomasse wieder einzusammeln und die wirklich wieder thermisch zu verwerten in Form von Biomassekraftwerken. Das ist ein kompletter energetischer Rückschritt. Und man sieht es auch an der Flächennutzung. Ich war im Kernkraftwerk Gundremmingen, man kann zur Kernkraft stehen, wie man will, aber dieses Kernkraftwerk ist ungefähr 600 mal 600 Meter groß, also 36 Hektar, wenn man mal generös sagt, ungefähr. 36 Hektar für ein 2,8 Megawatt an Leistung, die diese beiden Blöcke mal zur Verfügung gestellt haben. Wenn ich das gleiche mit Windrädern machen möchte, abgesehen von der Tatsache, dass die niemals verlässlich den Strom liefern könnten, wenn ich ihn haben möchte,
dann bräuchte ich ungefähr 3.000 bis 4.000 Windräder. Und die Fläche von diesen 3.000 bis 4.000 Windrädern sind ungefähr dann dementsprechend auch 3.000 bis 4.000 Hektar an Fläche. Das heißt, Windenergie ist keine wirklich effiziente Art und Weise, Energie und Strom zu erzeugen. Es ist eine verschwenderische, unglaublich verschwenderische Art und Weise, Energie und Strom zu erzeugen. Es ist ein Rückschritt. Denn dort, wo die Windkrafträder stehen, da ist keine Agrarfläche mehr, da ist keine Waldfläche mehr. Und ich habe einfach größere Flächen, oder ich muss dann große Flächen dieses Landes dieser ineffizienten Art der Energieerzeugung opfern. Und das ganze Ziel davon ist, nach der Energie, also dem Stromsektor, als nächstes den Verkehr zu ändern. Im Energiesektor haben Sie es alles gesehen, die erfolgreichen Bemühungen. Mittlerweile 40% werden aus sogenannten Erneuerbaren erzeugt. Der Strompreis ist dementsprechend gestiegen, er wird auch weiter steigen. Und einen weiteren Sektor zu ändern, das soll der Verkehrssektor sein. Und das sind die Diskussionen, die wir jetzt haben. Es wird der Verbrennungsmotor und allen voran der Diesel wird verteufelt, er wird schlecht gemacht. Und dafür sollen dann andere Mobilitätskonzepte kommen. Die sind zwar nicht ausgereift, die Politiker wissen das auch, aber sie geben einfach fremdes Geld, nämlich ihr Geld dafür aus. Das heißt, mittlerweile kriegt man, wenn man sich ein schönes Elektroauto kauft, kriegt man 6.000 Euro vom Staat geschenkt, dafür, dass man sich ein Auto gekauft hat, das schlechter ist als ein Vorgänger. Es ist auch schlechter in seiner CO2-Bilanz, das haben mittlerweile viele internationale Studien herausgefunden. Über die Lebensdauer eines Elektroautos ist seine CO2-Bilanz schlechter als die eines dieselgetriebenen Autos. Das heißt, der Staat gibt viel, viel Geld von ihrem Geld aus dafür, dass er unnütze Dinge bezuschusst, damit unnütze Dinge angeschafft werden, und das ist auch zum Schaden der eigenen Industrie. Jetzt rede ich doch wieder viel zu lang. Nach dem Automobil sind die nächsten drei Sektoren dran. Das ist dann die Landwirtschaft. Da soll massiv umgestellt werden. Es soll überall ökonomisch-biologische Landwirtschaft eingeführt werden, auch zwangsweise. Da kommen dann Stielblüten aus Brüssel dazu, wie das passieren soll. Man soll die Abluft aus dem Stall filtern. Man soll den Kühen anderes Futter geben, damit sie weniger Methan und Ammoniak freisetzen. Ja. Und Transport und Wohnen soll auch geändert werden. Das heißt, alles soll in Richtung von Passivhäusern gehen. Auch alte Bausubstanzen sollen nachgerüstet werden, damit sie, also mit isolierenden Platten, damit sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Das ist ein Komplettumbau unserer Industrie. Und das ist in Deutschland am weitesten gediehen. Die Deutschen sind ja immer ein bisschen ehrgeizig bei so einem Ziel, aber es ist auch ein internationales Thema. Und jetzt kommt wieder der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hinein. Da tauchen nämlich ab und zu Zukunftsforscher auf, die uns erklären wollen, wie denn unser Leben ausschauen soll und was wir jetzt für Weichen und Veränderungen machen müssen, damit die Leute in 50 Jahren dann auch so leben, wie sie es geplant haben. Und eine dieser Veränderungen heißt, wir müssen alles, was wir haben, komplett nachhaltig umbauen. Und das kostet dann lächerliche 90 Trillionen Dollar. Das ist zwar mehr als alle Unternehmen der Welt zurzeit wert sind, also ein Komplettumbau der gesamten Weltzivilisation wird da gefordert von Leuten in ernsthaften Diskussionen. Aber das ist das Ziel, worauf es hinausläuft. Die Leute wollen ihr Geld, dass sie ihr Geld oder dass der Staat ihnen das Geld wegnimmt, damit Umbauprojekte nachgeht, die wir nur deswegen brauchen, weil die Leute sie einmal gefordert haben. Ansonsten gibt es keinen Grund dafür. So, jetzt rede ich zu lange. Es gäbe noch viel zu erzählen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich weiß, dass ich in der Regel nicht viele schöne Dinge sage, aber ich denke, ich bleibe lieber offen und ehrlich, denn die Zukunft ist nicht wirklich eine rosige. Wir sind eine Industrienation, wir leben vom Export. Das bedeutet, unsere Unternehmen müssen konkurrenzfähiger sein als die in der internationalen Konkurrenz, wie der Name schon sagt. Und das sind nur dann, wenn wir preiswerte Energie haben und ein zuverlässiges Stromsystem. Und wenn wir das nicht haben, sind wir auch keine Industrienation mehr. Und dann ist der Wohlstand, an dem wir uns alle gewöhnt haben und den auch die Kollegen, die draußen sehr, sehr lautstark gegen uns demonstriert haben, auch die haben sich daran gewöhnt, die würden ihn auch sehr vermissen. Dieser Wohlstand wird dann der Vergangenheit angehören. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Rainer. Zum Thema Energiewende werden heute mit Sicherheit einige Fragen auftauchen. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir auf dem Podium nachher noch ausreichend Zeit haben, darüber
uns die Antworten und die Ausführungen anzuhören. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine kurze Pause, 10 bis 15 Minuten. Ich darf auf diesen Zettel nochmal hinweisen, der auf Ihrem Platz liegt. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, formulieren Sie hier Ihre Fragen, an welchen Redner das Ihre Frage geht und wie sie lautet. Und Sie haben noch eine kleine Visitenkarte auf Ihrem Platz gefunden, eine blaue, vorn und hinten blau, so wie Sie es gehört. Bitte nehmen Sie die mit nach Hause. Wenn Sie Zeit und Lust finden, gehen Sie ins Internet auf unsere Webseite, melden Sie sich für unseren Newsletter an, damit wir über die zukünftigen Veranstaltungen Sie auch vollumfassend informieren können. Und jetzt hätte ich was gesagt, das Buffet ist eröffnet, nee, soweit sind wir noch nicht. 10 bis 15 Minuten, Getränke stehen für Sie bereit. Vielen Dank, bis gleich.